8. Januar 1933. Ich kann es nur immer und immer wieder sagen. Hände weg von Hitler. Hitler bedeutet Mord. Und unser Führer! Heil! Heil! 31. Januar 1933. Die Welt ist aus den Fugen. Wir können nichts anderes tun, als abzuwarten, bis man uns das Genick bricht. Schauerlich. Die Menschen sind außer sich vor Freude, dass so etwas möglich ist. Als Adolf Hitler 1933 durch Reichspräsident von Hindenburg zum Kanzler ernannt wird, jubeln in Deutschland die Massen. Wenige sehen das Unheil so klar wie Hanna von Bredow, geborene Bismarck, in ihren Tagebüchern. Sie war eine Enkelin des Eisernen Kanzlers und selbst Mutter von 8 Kindern. Es gibt Stellen in ihren Tagebüchern, wo sie schreibt, so und so hat mich als Cassandra bezeichnet. Ich will keine Cassandra sein. Ich sage nur das, was man durch Nachdenken wirklich erkennen kann. Cassandras gab es auch im Adel nicht viele. In einer Welt, die eigentlich im krassen Gegensatz zum Nationalsozialismus stand. Jahrhunderte der Tradition und Herrschaftskultur, verfeinerte Lebensart, Etikette. Was hatte diese Welt mit der Welt der Nazis, der Welt proletarischer Aufsteiger zu tun? Das Stauffenberg-Attentat ist längst zur Legende geworden. Das ist der Schauplatz des verbrecherischen Anschlages, den ein kleiner Kreis gewissenloser Offiziere am 20. Juli auf den Führer und auf den Stab der Wehrmachtführung verübte. Ohne den Adel hätte es den militärischen Widerstand gegen Hitler so nicht gegeben. Über die Kehrseite dieser Geschichte wurde jahrzehntelang geschwiegen. Die Geschichte der adeligen NSDAP-Mitglieder, der SS- und SA-Funktionäre und der adeligen Offiziere und Generäle als Stütze der deutschen Wehrmacht auf dem Weg in den Weltkrieg. Hitler hat eine tiefe Abneigung gehabt gegen den Adel als Ganzes. Er hat ihn nur benutzt. Er hat gesehen, dass er relativ leicht diese Menschen einspannen konnte, dass er relativ leicht sie motivieren konnte, auch für Führungspositionen. Und er hat sie schamlos benutzt. Mit dem militärischen Zusammenbruch der Donaumonarchie und des Deutschen Kaiserreichs im Herbst 1918 ist eine persönliche Niederlage der Monarchen verbunden. Kaiser Karl muss abdanken. Er weigert sich, auf den Thron zu verzichten und muss das Land als enteigneter Mann verlassen. Erste Station des Exils, Madeira. Dort stirbt der letzte österreichische Kaiser. Mit in der Fremde, Erzherzog Otto, und seine 8 Geschwister. In Deutschland erzwingt die Revolution ein neues Zeitalter. Arbeit und Soldaten, das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Wilhelm II. Muss zurücktreten und flieht mit seiner Familie ins holländische Dorn. Der preußische Adel bleibt führungslos zurück. Viele Adelige fühlen sich von ihrem Kaiser verraten. Ja, die hatten nun Jahrhunderte der Monarchie erlebt, wo sie eine führende Rolle spielten. Und plötzlich war das nun alles vorbei. Und das war natürlich ein sehr bedeutsamer und für manche auch schmerzlicher Wandel. In Österreich wird der Adel offiziell abgeschafft. Die Weimarer Republik hingegen ist nicht adelsfeindlich. Trotzdem lehnen die meisten der etwa 80.000 Adeligen in Deutschland die Demokratie als widernatürliches System ab. Ihre Angst vor dem Bolschewismus macht viele offen für rechtsradikales Gedankengut. Die Weltwirtschaftskrise.
Auch den landbesitzenden Adel trifft die Inflation hart. Viele aus dem niederen Adel verarmen. Jahrhunderte war die Armee die Karriereschmiede des Adels. Nun werden die Waffen bis auf Weiteres weggesperrt. Tausende Berufsoffiziere haben nach dem Ersten Weltkrieg Posten und Einkommen verloren. Ein sogenanntes Adelsproletariat entsteht. Wenn man noch ein Schloss besitzt mit 55 Pferden und 10.000 Hektar Land, dann ist das Bedürfnis und die Notwendigkeit, sich politisch zu radikalisieren und sich einer Bande von krakeelenden, mittelständisch-kleinbürgerlichen Schlägertrupps anzuschließen, relativ gering. Wenn man nichts mehr besitzt, weil man als Leutnant oder als Hauptmann aus dem Krieg zurückkehrt und nichts anderes gelernt hat, als eine Truppe geschlossen über den Bordstein zu führen, man besitzt kein Schloss, man besitzt kein Gut, man besitzt keine bürgerliche Ausbildung, man besitzt im Grunde nichts, mit dem man in dieser Republik reüssieren kann, dann ist der Weg in die politische Radikalisierung relativ leicht zu erklären. Aber auch in der konservativen Elite bleibt der Adel präsent. Als Steigbügelhalter Hitlers wird Franz von Papen in die Geschichte eingehen. Mehr noch, im ersten Kabinett Hitlers ist die Hälfte der Minister adelig. Keiner von ihnen ist Parteimitglied. Doch alle sind sie bereit, mit Hitler zusammenzuarbeiten. Im Kabinett Hitler waren 5 Adelige. Diese 5 Adeligen hatten die Aufgabe zu verhindern, dass Hitler eine Diktatur errichtet. Das hat er vollständig versagt. Aber Hitler hat immer wieder Adelige gebraucht, um seine Seriosität zu beweisen. Als seriöser, der preußischen Tradition verpflichteter Staatsmann inszeniert Hitler sich zur Eröffnung des neu gewählten Reichstags. Der Tag von Potsdam soll die konservativen Zweifler im Land beruhigen. Zahlreiche Mitglieder des deutschen Hochadels geben sich als Statisten her. Der 11-jährige Wilhelm Karl von Preußen beobachtet den Einzug vom Balkon aus. Sein Vater Oskar verfolgt das Schauspiel mit Argwohn. Ich denke, dass er zunächst einmal etwas traurig war, dass ein Mensch wie Hitler, den er nicht sehr schätzte, nun so gewissermaßen den Platz seines Vaters in der Garnisonkirche einnahm. Im Übrigen könnte ich mir vorstellen, dass er doch so eine gewisse Hoffnung hatte wie viele, dass man den Nazis etwas abschirmen und abdecken könnte und dadurch auch Einfluss nehmen könnte. Der Tag von Potsdam ist wahrscheinlich symbolisch das wichtigste Ereignis, an dem die Nationalsozialisten mit adligen, monarchistischen Restaurationsträumen und Träumen vom Ancien Regime einer Restauration spielen. Das berühmteste Beispiel ist der legendäre leere Stuhl, der leer gelassen wird und der bedeuten sollte, es ist zwar schon ein Führer da, aber der eigentliche Mensch, der wiederkommen soll, der auf diesem Stuhl sitzen wird, kann nur einer sein, nämlich der Kaiser. Und es ist ein pseudomonarchistischer Mummenschanz. Auf das alte Preußen, das in Gottesfurcht durch pflichttreue Arbeit groß geworden ist. Auch Hanna von Bredow nimmt an der Veranstaltung in der Potsdamer Garnisonskirche teil. März 1933. Große Feier in Potsdam. Die Eröffnung des Reichstages. Am Abend Fackelzüge und Feuerwerke. Finis Prusiae. Wofür leben wir eigentlich noch? Dieser österreichische Köter. Am Tag darauf öffnet in Dachau das erste Konzentrationslager Deutschlands. Mehrere Familienmitglieder des Hauses Hohenzollern hoffen auf die Wiederbelebung der Monarchie. Sie halten deshalb engen Kontakt zu Hitler und der Partei. Der 5. Kaisersohn, Prinz Oskar, Herrenmeister des Johanniterordens, durchschaut die Absichten der Nazis früher als seine Brüder und hält es mit Hitler, wie Hanna von Bredow, mit der er befreundet ist. Der ehemalige Kaiser verweigert im Exil seine Mitwirkung am Tag von Potsdam und bleibt bis zu seinem Tod 1941 auf vorsichtiger Distanz zu Hitler.
Seine zweite Frau Hermine hingegen lässt sich in Berlin gerne in Nazi-Kreisen blicken und träumt von sich als Kaiserin, neben Hitler als Reichskanzler. Natürlich hörte er, was sie nun berichtete, wenn sie wieder aus Berlin zurückkam. Das kann gar nicht anders sein, dass davon dann auch was hängen blieb, von ihrer Sicht der Dinge. Aber an sich sah mein Großvater sehr viel klarer, was eigentlich dort passierte. Gegen den Wunsch des Vaters nutzt Kronprinz Wilhelm die erstbeste Gelegenheit, um aus dem Exil nach Potsdam zurückzukehren und sich um Verbündete für die Wiedereinsetzung der Hohenzollern zu bemühen. Schon Ende der 20er Jahre geht eine Liaison mit der NSDAP ein. Hitler bittet den Kronprinzen um eine Aussprache und zieht ihn mit falschen Versprechungen auf seine Seite. Wilhelm gibt im Gegenzug eine öffentliche Wahlempfehlung für Hitler ab. Es gibt Besuche von Hermann Göring in Dorn beim Kaiser, zweifach. Und in der Tat, das ist aus bestimmten Tagebüchern überliefert, ist es hinterher so, dass sich Kaiser Wilhelm II., man sollte sagen Wilhelm II., Kaiser ist er nicht mehr, sehr negativ äußert über Göring. Er äußert sich über seine Pumphosen, über sein Benehmen, über seine Art zu reden. Der Mann gefällt ihm nicht. Es ist aber trotzdem so, und das scheint mir das eigentlich Wichtige zu sein, dass Wilhelm II., und das Gleiche gilt auch für den Kronprinzen, jahrelang versucht, taktische Politik mit den Nationalsozialisten zu machen. Schon 1930 tauscht Prinz August Wilhelm, Bruder des Kronprinzen, die graue Uniform des Stahlhelms gegen eine braune SA-Uniform. Auwi gilt in der Familie als leicht beeinflussbar und schnell entflammbar. Goebbels belächelt ihn als einen armen Jungen, der viel für die Sache tut. Man kann gar nicht stark genug betonen, wie grotesk im Grunde diese Vorstellung ist. Ein Hohenzollernprinz tritt in eine proletarisch-kleinbürgerliche Schlägerbande ein und lässt sich praktisch als Propaganda-Zirkuspferd missbrauchen. Schäme ich mich, ist vielleicht übertrieben gesagt, aber so ein Zwischending davon ist es. Ich bedauere es außerordentlich und weiß, wie viel das nach sich gezogen hat, dieses Beispiel. Und das ist eben, wenn man nun schon in solchen Positionen steht oder damals noch geachtete Namen trug, dann hat man eben tatsächlich mehr Verantwortung als andere. Schauplatz Österreich. Während in Deutschland Hitler seine Diktatur festigt, gehen auch in Österreich 15 Jahre Demokratische Republik zu Ende. Bürgerkrieg. Ein kurzer, aussichtsloser Aufstand der Sozialdemokraten. Schwere Kämpfe in den Arbeiterhochburgen, hunderte Tote. Die meisten Adeligen stehen auf der Seite der Heimwehr und unterstützen den Ständestaat, der Sozialisten und Nationalsozialisten gleichermaßen bekämpft. Im Juli 1934 ermorden illegale Nazis Bundeskanzler Dollfuß. Österreich, würde ich sagen, spielt die altösterreichische Aristokratie beim Aufbau des Nationalsozialismus schon deswegen keine Rolle, weil der Nationalsozialismus hier vorgefertigt nach Österreich gekommen ist. Man muss den daher nicht groß aufbauen. Es gibt Angehörige der Aristokratie, die sich dann dem Nationalsozialismus verbunden sehen. Und es gibt verhältnismäßig viele, die dem fernbleiben. Und sofern es also nicht notwendig gewesen ist, dass man sich in irgendeiner Weise zu- und unterordnet, halt dann auf ihren Gütern geblieben sind. Kurz vor der Machtergreifung hält sich der heimatlose Erzherzog Otto zum Studium in Berlin auf. Anstandsbesuche führen ihn zu den Hohenzollern. Prinz Auwi überreicht ihm eine Einladung Hitlers zu einem Vier-Augen-Gespräch. Der Kronprinz hat sich damals für Hitler erklärt, hat damals gesagt, meine Stimme gehört Adolf Hitler. Also, das war eine Operation. Hitler hatte mit ihm gesprochen, hatte ihn gewonnen.
Die haben mir damals gesagt, aber das ist doch ein braver Monarchist und solche ähnliche Sachen. Und ich habe gewusst, dass das nicht stimmt. Und daher habe ich mir gesagt, ich bin in der gleichen Situation wie der Kronprinz. Der Kronprinz hat zweifelsohne damals, der deutsche Kronprinz hat ein paar, viele tausend Stimmen dem Hitler gebracht. Unmittelbar nach der Machtergreifung muss Otto von Habsburg Deutschland fluchtartig verlassen. Weil er das Gespräch mit Hitler verweigert hat, wird er als Staatsfeind verfolgt. Da habe ich damals auf dieser Fahrt die ganzen Machtübernahmen gesehen. In, wie immer die bayerische Fahne weggekommen ist und dann die Hakenkreuzfahne. Und dann ist ein Herr gekommen, der sich vorgestellt hat als einer der oberen Offiziere von der geheimen Staatspolizei, der aber ein Bosniak war, der deutscher Staatsbürger geworden war. Und der ist damals zu mir gekommen und hat also gesagt, er möchte warnen, schauen Sie, dass Sie aus Deutschland wegkommen. Ottos Flucht nach Belgien und später nach Frankreich gelingt. Ein anderes ehemaliges Königreich. Die Wittelsbacher bleiben auch nach der Ausrufung der Republik für das Volk die heimlichen Herrscher Bayerns. Sie sind so beliebt wie keine andere Dynastie und gelten ihrem Adel als Vorbilder. Kronprinz Rupprecht, im Ersten Weltkrieg Generalfeldmarschall und Oberbefehlshaber der 6. Armee, wird als Kriegsheld verehrt. Selbst der junge Adolf Hitler gebärdet sich anfangs monarchistisch. Ich verehre die Wittelsbacher, sagte er vor seinem Putsch. Und die Revolution ist vielleicht ohne Rupprecht zu machen, aber nicht gegen ihn. Der Putsch 1923 hat sicherlich vieles offengelegt. Jedenfalls für meinen Großvater, der sehr stark in Gedanken von Legitimation, von Legitimität, von Rechtlichkeit verankert war. Der hat da sofort ganz klar erkannt, dass hier die politischen Ziele genauso wie die Methodik, auch der Ton, die Gehässigkeit, etwas ganz anderes sind, etwas, womit er sich in keiner Weise identifizieren konnte. Und er hat das sofort scharf abgelehnt. Anfang der 30er Jahre finden mehrere geheime Sitzungen zur Restauration der Wittelsbacher statt. Rupprecht gilt als letzte Waffe gegen die drohende Gewaltherrschaft der Nazis. Kopf der Bewegung ist Rupprechts politischer Berater Erwin von Aretin. Mein Vater hat die Meinung vertreten, dass wenn in der Monarchie, also wenn im Kaiserreich eine Hansestadt Hamburg existieren kann, also eine Republik, dann müsste in der Weimarer Republik auch eine Monarchie, also ein Königreich Bayern existieren. Das heißt, das Ganze war ein Versuch, gegen den Nationalsozialismus noch etwas durchzuführen, der wahrscheinlich keine Chancen hatte und der wahrscheinlich zu einem ganz kurzen Bürgerkrieg geführt hätte. Freiherr von Aretin wird als Ressortleiter der Münchner Neuesten Nachrichten mit einem Dutzend Redaktionskollegen Mitte März 1933 von den Nazis in sogenannte Schutzhaft genommen und im KZ Dachau inhaftiert. Die königliche Familie wird jahrelang von der Gestapo überwacht. Schließlich sperren die Wittelsbacher ihre Schlösser zu und gehen 1939 ins italienische Exil. Im Juli 1944 trifft sie die Sippenhaft. 12 Familienmitglieder werden ins Konzentrationslager verschleppt. Ich meine, die Tatsache, dass die Wittelsbacher sich gegen den Nationalsozialismus gestellt hat, hat auch für den bayerischen Adel eine ganz wichtige Rolle gespielt. Die sogenannte Staatspolizei überwacht mich. Das ist eine lobenswerte Bemühung. Soll ich etwa eine Braune werden? Niemals. Trotz zunehmender Gefahr für sich und ihre Familie nimmt die Bismarck-Enkelin Hanna von Bredow gegen die Nazis nie ein Blatt vor den Mund und steht damit einer großen Gruppe von Nazi-Befürwortern innerhalb ihres Standes gegenüber. Bis 1941, so fand der Historiker Stefan Malinowski im Berliner Bundesarchiv heraus,
treten mehr als 270 Mitglieder fürstlicher Häuser der NSDAP bei. Ungefähr 80 davon bereits vor der Machtergreifung. Die Bedeutung dieser Beitritte ist sehr hoch einzuschätzen. Ich würde behaupten, man kann sie innerhalb des Adels kaum überschätzen, weil hochadlige Familien natürlich auch immer eine Art Leit- und Vorbildfunktion hatten, auch für den niederen Adel dann. Und man kann sie als eine Art Leitwölfe betrachten. Und der Eintritt eines Fürsten in die NSDAP, die dann oftmals ja auch öffentlich zelebriert wird, zumal dann, wenn sie vor 1933 stattgefunden hat, war immer ein Leitsignal, was im niederen Adel dann in vielen Fällen auch begriffen und aufgenommen wurde. Opposition und Regimenähe sind keine voneinander abgeschotteten Welten. Auch in jenen Adelsfamilien, aus denen später die aktivsten Widerständler hervorgehen, findet sich eine hohe Anzahl von NSDAP-Mitgliedern. Weitere klingende Namen: Thun und Taxis, Hohenlohe, Schönburg, Rouen, Harrach, Käfenhöhle. An die 40 Parteimitglieder, allein mit dem Namen Bismarck. So sehr Hitler den Adel für seine Zwecke einspannt, so sehr beschimpft er ihn auch als vollkommen degeneriert. Jede Warenhausjüdin, schreibt er in Mein Kampf, gilt als geeignet, die Nachkommenschaft seiner Durchlaucht zu ergänzen. Ich habe Mein Kampf gekauft und habe es nicht nur gekauft, sondern gelesen. Bitte, es war nicht leicht, es zu lesen, denn es war in einem abscheulichen Deutsch geschrieben. Und nachdem mir an sich die Sprachensauberkeit schon ab der Kindheit durch meine Mutter, die sehr darauf gehalten hat, eingetrichtert worden ist, war es besonders unangenehm. Aber es hat mir halt das Bild gegeben. Und der Mann war ja, wenn man es so will, ein ehrlicher Mensch, ja, der genau gesagt, was er mit uns machen will. Aber es hat ja niemand gelesen, das Buch. Bevor dieses Jahr zu Ende geht, wird viel gemordet werden. Niemand glaubt mir. Das macht natürlich nichts. Wenn nur meine Brüder nicht mitmachen würden. Hannas jüngere Brüder Otto und Gottfried von Bismarck sind schon seit Anfang der 30er Jahre Parteigenossen und übernehmen politische Funktionen. Otto arbeitet für das Auswärtige Amt, Gottfried macht Karriere als Regierungspräsident von Potsdam. In den späten 20er Jahren, 30er Jahren war er von der Idee des Nationalsozialismus begeistert. Begeistert von Gregor Strasser, begeistert von Hitler und glaubte wirklich, dort könne eine Erneuerung Deutschlands stattfinden. Hanna und ihre Brüder wachsen ohne Vater auf. Umso mächtiger wirkt das Vorbild des Großvaters. Der Eiserne Kanzler ist nach seinem Tod zum Mythos geworden. Nun werden seine Enkel hofiert. Schon als kleine Kinder müssen sie repräsentieren und eine politische Rolle übernehmen. Sie wollten beweisen, dass sie also sozusagen ihres Vaters, ihres Großvaters würdig werden. Sie wollten wirken und sie wollten gestalten. Und diese Möglichkeiten, sehr schnell an sehr wichtige Stellungen zu bekommen, die boten die Nationalsozialisten. Friedrich der Große, Otto von Bismarck, Adolf Hitler. Das geschickte Spiel der Nazis mit der Tradition führt nicht nur viele Adelige in die Irre. Großspektakel wie die Taufe des Kriegsschiffes Bismarck bejubelt man mit wiedererwachtem Nationalstolz. Möge sie begleiten bei all ihren Handlungen. Auf dem glückhaften Warten im Frieden. Möge aber, wenn es je notwendig sein sollte, Ihnen meinen Voranleuchten in den Stunden schwerster Pflichterhöhung. Auf Befehl des Führers und Reichskanzlers taufe ich dich auf den Namen Bismarck. Hanna von Bredow verweigert sich dem Schauspiel, in dem ein Teil ihrer Familie bereitwillig mitwirkt.
Es ist nicht nur so, dass die Nationalsozialisten diesen Bismarck-Namen benutzen oder man kann auch sagen missbrauchen für ihre Zwecke, sondern es ist natürlich auch so, dass die Bismarcks ihren Namen zur Verfügung stellen. Hier. Der 30.06.1934 war ein strahlender Sommertag. Die Ferien hatten begonnen, alles rüstete zur Abreise. Die Daheimgebliebenen verbrachten die Tage in oder auf den vielen Seen, die Berlin umsäumen. Gegen Mittag hörte man Schüsse. Man achtete wenig darauf, bis sich die Detonationen mehrten. Ernst Röhm mit seiner SA ist Hitler zu mächtig geworden. Er lässt ihn und 200 Weggefährten von SS-Kommandos ermorden. Die Wehrmacht und viele Adelige nehmen den Rechtsbruch stillschweigend hin. Dass zugleich konservative Oppositionelle, etwa die ehemaligen Generäle von Schleicher und von Bredow, ermordet werden, lässt einige an Hitler zweifeln. Gottfried von Bismarck hört erstmals auf seine Schwester. Noch denkt er aber vor allem an seine Karriere. Hanna wird von der Berliner Gesellschaft zunehmend als Gefahr wahrgenommen und isoliert. Ich sagte Gottfried, dass in 10 Jahren alles vorbei sein wird und dass es dann Deutschland nicht mehr geben wird. Es sei denn, es gelingt, Hitler zu töten. Ich sagte ihm, es gibt kein anderes Mittel, weil man diesen Verrückten nicht zur Besinnung bringen kann. Gott hilf uns. In ihren Tagebüchern schreibt sie dann, wenn sie also ganz ausfallende Sachen gegen die Nazis schreibt, zum Beispiel Göring der Schwein, dann schreibt sie es auf Englisch, also Göring der Schwein, schreibt sie auf Englisch in Bleistift. Aber die Gestapo konnte natürlich auch Englisch. Also wenn die die Tagebücher gelesen hätten, wäre das ihr Todesurteil gewesen, weil da noch ganz andere Sachen drin standen. Kurz vor dem Anschluss reist Hanna zur Beerdigung eines Verwandten nach Wien. Der deutsche Botschafter zu Wien, Ex-Kanzler von Papen, zeigt Hanna wegen Äußerungen gegen die Nazis bei der Gestapo an. Wie schon mehrmals vorher bewahren die Beziehungen ihrer Brüder sie vor der Verhaftung. Franz von Papen darf man wohl als den verhängnisvollsten, als die verhängnisvollste Figur betrachten, die der Adel geliefert hat für den Prozess der Machtergreifung. Als Einzelperson mehr als jede andere Person aus dem Adel dazu beigetragen hat, Adolf Hitler an die Macht zu bringen, den Nationalsozialismus an die Macht zu bringen. Und wenn man sieht, wie er nach dem Krieg geschrieben und gebogen und gelogen hat, kann man auch sagen, eine der verschlagensten Figuren, die der deutsche Adel geliefert hat im 20. Jahrhundert. Dass unser Österreich Österreich bleiben muss. Bundeskanzler Schuschnigg versucht, den Anschluss zu verhindern. Bis in den Tod! Rot-Weiß-Rot! Der größte Teil des österreichischen Adels ist, wie Otto von Habsburg, gegen den Anschluss. In den turbulenten Wochen vor dem Einmarsch bietet Habsburg seine politische Hilfe an, die Schuschnigg wegen der Habsburg-feindlichen Haltung der kleinen Entente ablehnt. Und daher war also jede Handlung, wo Habsburg in Österreich wieder eine politische Rolle spielt und ein Restaurationsversuch unternommen wird, Kriegsgrund. Otto, so sagt er heute, hatte jedoch nicht vorrangig die Wiedereinführung der Monarchie im Sinn, sondern die Rettung seines Landes. Für mich war die Hauptsache ab Hitlers Machtergreifung der Kampf gegen den Nationalsozialismus. Alle Instrumente dazu waren, die man nutzen konnte, waren berechtigt. Ich habe da immer eine andere Priorität gehabt. Ganz selbstverständlich. Das Erste ist, wir müssen verhindern, dass der Nationalsozialismus Österreich erobere. So verabschiede ich mich in dieser Stunde von dem österreichischen Volke mit einem deutschen Wort und einem Herzenswunsch. Gott schütze Österreich! Als Hitler Österreich mit einem militärischen Angriff droht, übergibt Kurt Schuschnigg die Regierungsgeschäfte an den Nationalsozialisten Seyß-Inquart.
Dieser ruft die deutschen Truppen zur inneren Befreiung ins Land. Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich. Nun lebt Hitler seinen Hass gegen die Habsburger voll aus. Max und Ernst Hohenberg, die Söhne des ermordeten Thronfolgers Franz Ferdinand, sind auf einem der ersten Deportationstransporte nach Dachau. Doch auch in der Familie Habsburg gibt es schwarze Schafe. Erzherzog Leopold Alfons Maria war ein Anhänger Hitlers. Akten aus dem Moskauer Zentralarchiv enthüllen, dass er für die Gestapo gegen seinen Familienchef spionierte. Schauen Sie, wenn ich weiß, seine ganze Vergangenheit, bin ich nicht erstaunt, dass er auch dazu bereit gewesen wäre. Das ist aber eine Sache, die halt eben jemand, der schon absolut jeden Ehrbegriff verloren hat, der ist halt zu allem bereit. Das ist nicht erstaunlich. Eigentlich hätte ich es eigentlich immer denken sollen, dass er hätte es, aber ich habe nie an ihn gedacht. Also ich meine, damit ist die Sache. Die Nazis suchen Otto von Habsburg wegen Hochverrats. Doch Leopold Alfons Maria Salvator dringt in Paris nicht zu Otto vor. In Ungarn mischt sich Erzherzog Albrecht ins politische Geschehen. Als er dem Reichsverweser Horthy zu radikal wird, unterstützt Albrecht die mit den Nazis paktierenden ungarischen Faschisten. Im Deutschen Reich nehmen die Ausschreitungen gegen die Juden zu. Auch ein großer Teil der Adeligen verschließt, zumindest vorläufig, die Augen davor. Im Mittelpunkt ihres Interesses steht Hitlers Angriff auf Polen und der Beginn des Zweiten Weltkriegs. In alter Tradition nehmen viele Adelige ihre vaterländische Pflicht wahr und ziehen in den Krieg. Also der Aufbau der Wehrmacht wäre ohne den Adel nicht so schnell vor sich gegangen, wie er gegangen ist. Aber sie haben etwas Unglaubliches geleistet. 35 kommt die allgemeine Wehrpflicht. 36 ist der erste Jahrgang ausgebildet. Und 39 ist eine Armee da, die nicht besiegbar gilt. Hinter der Ostfront findet der Massenmord an den Juden statt, der ohne die Mitarbeiter Wehrmacht so nicht hätte durchgeführt werden können. Ab 1942 beginnen adelige Offiziere, Informationen über die Gräueltaten zu sammeln. Noch aber hält Deutschland sich für unbesiegbar und jubelt bei den Triumphfeierlichkeiten nach dem gelungenen Blitzkrieg gegen Frankreich dem Führer zu. Otto von Habsburg muss aus Frankreich fliehen und verlegt seinen Lebensmittelpunkt in die USA. Auch dort ist er politisch aktiv. Sein Versuch, ein österreichisches Freiwilligenbataillon aufzubauen, scheitert. Immer wieder sucht er Kontakt zu Roosevelt, um Österreich vor der Bombardierung durch die Alliierten zu bewahren. Die Nazi-Presse witzelt über ihn. Ich habe jedes Mal wieder zum Präsidenten durchkommen können, um Verschiebungen zu erreichen. Mehr konnte man nicht erreichen. Aber es war halt, es ist auch dann schief gegangen, sobald die Russen so mächtig waren, dass dann das nicht mehr funktioniert hat. Aber eine Weile hat es funktioniert. Es hat immerhin anderthalb Jahre die Sache hinausgeschoben. Mitte 1943 stirbt die Illusion, die Alpen- und Donau-Reichsgaue würden von den Luftangriffen der Alliierten verschont bleiben. Auch in diesem Jahr wird der Krieg nicht zu Ende sein. Billy ist von panischer Angst erfüllt. Noch sind keine Fliegerangriffe. Alles ist ruhig. Die Stille des Grabes. Man hört im Geist die Totenglocken läuten, die das Letzte begraben, was noch an Anstand in Deutschland war. Das Leid der Zivilbevölkerung wird immer größer.
die Sinnlosigkeit der Kriegsführung immer klarer. Die eine Motivation der Widerständler. Die andere Motivation, die Verbrechen des Regimes, die Ausrottung der Juden. Gottfried von Bismarck ist als Regierungspräsident mit SS-Rang in die Pläne der Nazis zumindest teilweise eingeweiht. Er wusste sicher nicht ganz genau das Ausmaß, aber sicher das. Denn er hat auf Bitten meiner Mutter, hat er beispielsweise Herrn von Mendelssohn Bartholdy in Potsdam von der Deportation noch bewahrt. Denn der war schon, der sollte abtransportiert werden. Eine Gruppe von adeligen Offizieren unter Henning von Treskow hat in der Heeresgruppe Mitte den Widerstand gegen Hitler vorbereitet. In der Berliner Bendlerstraße arbeiten Olbricht und seine Verbündeten die Attentatspläne aus. Gottfried von Bismarck ist seit 1943 eingeweiht und stellt seine Dienstwohnung für Geheimtreffen zur Verfügung. Das war natürlich diese Schwierigkeit, dass er ja glaubte, seine Stellung behalten zu sollen, um wirksam an den Verschwörungen mitzuwirken. Das ist dieser furchtbare Zwiespalt. Hitler schottet sich immer mehr ab. Nur wenige erhalten Zutritt zur Wolfsschanze. Das erschwert die Attentatspläne. Schließlich findet der militärische Widerstand in Graf Schenk von Stauffenberg einen mutigen neuen Attentäter. Zuerst versucht er, die Wehrmachtsführung von einem Umsturz zu überzeugen. Erfolglos. Also entschließt er sich, als Einzeltäter gegen Hitler und Himmler vorzugehen. Am 15. Juli gelingt es ihm erstmals, eine Bombe in die Wolfsschanze einzuschleusen. Da Himmler nicht anwesend ist, wird das Attentat verschoben. Am 20. Juli deponiert er in seiner Aktentasche eine Bombe neben Hitler und zündet sie. Doch Hitler wird nur leicht verletzt. Stauffenberg wird noch am selben Abend standrechtlich erschossen. Gottfried von Bismarck ein paar Tage später verhaftet. Das ist die berühmte zweite Bombe, die hat er versteckt in der Regierung. Und die lag dort. Wo die Nazis eine Zeit lang dachten, meine Schwester hätte sie gehabt. Das war nicht wahr. Ihr Onkel hatte sie. Lore-Marie Schönburg-Hartenstein, Mitarbeiterin im Auswärtigen Amt, Cousine Gottfrieds und eine entschiedene Gegnerin Hitlers, holt die Bombe aus dem Büro und versenkt sie im Hasengraben. Sie rettet Gottfried von Bismarck damit das Leben. Mehr als 100 Todesurteile fällt der Volksgerichtshof nach dem 20. Juli. Viele Adelige werden hingerichtet. Gottfried von Bismarck wird von Richter Roland Freisler geschont. Sie sind Gottfried Graf von Bismarck-Schönhausen. Der 15.07. ist ein Tag, der für uns bei unserer Untersuchung des Verratsvorganges... Himmler hatte für seinen ehemaligen Freund interveniert. Einen Bismarck aufzuhängen, würde sich im Ausland schlecht machen. Im Namen des deutschen Volkes, dass Gottfried Graf von Bismarck-Schönhausen die Verräter vom 20. Juli unterstützt hätte, steht nicht fest. Er wird deshalb von diesem Vorwurf freigesprochen. Der Freispruch bewahrt Gottfried vor der Hinrichtung. Ihn und seine Frau Melanie, aber nicht vor dem Konzentrationslager, das Gottfried als gebrochener Mann verlässt. Hitlers Hass auf den Adel ist mit dem 20. Juli besiegelt. Das ist deswegen eine adelige Veranstaltung, als die Idee, etwas zu sühnen für die Verbrechen der Wehrmacht und deshalb in den Tod zu gehen, eine adelige, eine elitäre adelige Überzeugung ist. Gottfrieds Retterin Lore-Marie Schönburg ist das älteste von 12 Kindern. Die Geschwister verbrachten eine glückliche, wohlbehütete und sorgenfreie Kindheit in Schloss Hartenstein.
Die Eltern, Alexander Schönburg und Agathe Auersperg, waren trotz ihres strengen katholischen Glaubens überzeugte Parteigenossen geworden, weil sie in Hitler den Retter aus dem Weimarer Chaos sahen. 5 Söhne kämpften für Deutschland. Der jüngste, Herwart, ist erst 17 Jahre alt, als er Anfang 1945 eingezogen wird. Von 1943 ging bei uns das große Sterben an. Und der Krieg hat ja angefangen im 1939. Also waren 4 Jahre, wo man keinen Gefallenen zu betrauern hatten. Und natürlich das Ende dann, als wir dann von Hartenstein weg sind und von 2 meinen Brüdern man noch immer nicht wusste, was war, das war dann eben ein wahnsinniger Niedergang des Ganzen. Auch Herbert fällt in den letzten Kriegstagen. Die Eltern versuchen sich damit zu trösten, dass ihre Söhne den Heldentod gestorben sind. Neben dem Verlust fast der Hälfte ihrer Kinder haben sie die Zerstörung ihres Schlosses durch amerikanische Bomber zu verkraften. Mein Vater ist dann zerbrochen. Also Tatsache, dass also 5 seiner Söhne tot waren, dass sein Besitz weg war, dass er aus der Heimat weg musste, dass er praktisch mittellos dastand. Ne? Also er hat nie mehr Kraft für ein neues Leben gefunden. Aber sicher auch, dass er aufs falsche Pferd gesetzt hatte, dass er eben Nazi gewesen ist. Kriegsende. In Berlin rollen sowjetische Panzer ein. Was wird aus unserem Protagonisten? Prinz Wilhelm Karl von Preußen flüchtet auf dem Fahrrad aus dem heimatlichen Potsdam. Otto von Habsburg kommt aus Amerika nach Deutschland zurück. Die Wittelsbacher werden aus dem KZ befreit. Gottfried von Bismarck stirbt bei einem Autounfall. Und der Adel? Er zieht sich immer mehr ins Private, Unverfängliche, Unpolitische zurück, renoviert seine Schlösser und strebt Wirtschaftskarrieren an. Eine Reaktion auf die Verstrickung in der Nazizeit, auf die Geschichte zwischen Kollaboration und Widerstand? Insgesamt hatte sicher auch durch dieses Versagen einer einheitlichen Gegnerschaft, aber auch durch die ganzen sozialen Veränderungen, hatte der Adel nach 1945 noch viel weniger Bedeutung als nach 1918. Und Hanna, was wurde aus ihr? Sie hat weitergeschrieben und darüber nachgedacht, warum es zur Katastrophe kam. Das Schreiben war nie schwerer als heute. Die Nazis haben alle Begriffe missbraucht. Ehre, Treue, Glauben. Nur das Wort Angst haben sie vermieden, denn Angst haben sie selbst verbreitet. Damit dies alles nicht wieder geschieht, müssen wir die Angst bekämpfen. Und dies wird uns nur durch den Willen zur inneren Freiheit gelingen.